Du kennst das sicherlich, du bist bei einem Fotoshooting, sollst ein paar tolle Porträts von einem Model machen und dann ist die Haut des Models nicht unbedingt die beste, hat ein paar Verunreinigungen, das ein oder andere Pickelchen und genau um das soll es sich heute drehen, um die Hautretusche und wie du diese am besten wegbekommst. Für die Hautretusche eignet sich am besten die Frequenztrennung und wie du dir die Frequenztrennung anlegst, was das genau ist, erkläre ich dir hier in diesem Video. Mein Name ist Jürgen Schütz und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Es gibt viele Varianten der Frequenztrennung. Diese hier soll eine ganz einfache Art der Frequenztrennung sein. Und eignet sich jetzt nicht unbedingt für die großen Hochglanzmagazine, die wo eine High-End-Beauty-Retusche benötigen. Die Frequenztrennung ist so eher für den Hausgebrauch gedacht. Eine ganz einfache Hautretusche, die auf die meisten Bilder passen wird. Nun, was ist die Frequenztrennung? Die Frequenztrennung ist nichts anderes, als dass wir hier dieses komplette Bild, diese Hintergrundebene aufteilen in zwei unterschiedliche Ebenen. Die eine Ebene werden die Farben und Lichter sein und die andere Ebene die Details. Das heißt, die erste Ebene werde ich weich zeichnen und auf der anderen Ebene werde ich die Details herausholen. Somit kann ich beide Ebenen unterschiedlich bearbeiten. Auf der Farbebene kann ich zum Beispiel diese Hautverunreinigungen, diese Hautverfärbungen rausretuschieren, weich zeichnen und mit der Detailebene kann ich zum Beispiel solche Pickelchen mit einem Bereich, da wo die Haut in Ordnung ist, überstempeln, ohne die Farben zu vermischen. Okay, fangen wir an. Ach ja, diese Frequenztrennung, diese einfache Art der Frequenztrennung werde ich dir im Anschluss dann wieder auf meiner Webseite kostenlos als Aktion zum Download anbieten. Ich denke, so ab 20 Uhr am 4.2.2018 wird dann die Webseite online sein und dann kannst du dir diese Aktion dort kostenlos herunterladen. Okay, als allererstes benötige ich zwei Kopien der Hintergrundebene. Die werde ich mir mit STRG und J zweimal kopieren. Die erste Ebene benenne ich in Farben und Lichter. Und die zweite Ebene benenne ich einfach Details. Die Detailebene werde ich hier mit dem Augesymbol erstmal ausblenden und gehe zurück auf die Farben- und Lichterebene und markiere diese. Im nächsten Schritt benötige ich einen Filter und zwar den Gaußschen Weichzeichner. Jetzt ist es immer ein bisschen abhängig von deiner Bildgröße und von deiner Bildauflösung, was du für Zahlen da verwendest. Also du kannst jetzt hier nicht meine Zahl 1:1 übernehmen, das geht nicht. Du musst selber ausprobieren, wie stark du weichzeichnen möchtest. Ich denke, bei dem Foto reicht ein Pixelradius von 2 vollkommen aus, um das Ganze weich zu zeichnen. Bestätige das Ganze mit OK. Und das war es jetzt hier schon auch auf der Farben- und Lichterebene. Du siehst jetzt hier schon, wie das Bild weicher wird, unschärfer, ja? Und genau das wollen wir uns zunutze machen. Ich wechsle hier oben auf die Detailebene und werde mir diese wieder einblenden. Danach wechsle ich hier oben auf Bild. Und hier gibt es die Bildberechnung. Und in den Bildberechnungen muss ich hier Folgendes einstellen. Die Quelle ist das Foto hier, ja, also das Kitea Model in dem Fall. Die Ebene, mit dem ich das Bild verrechnen möchte, ist die Farben- und Lichterebene. Der Kanal ist RGB. Umkehren brauche ich jetzt hier in meinem Fall nicht. Ich gehe hier beim Mischmodus auf Subtrahieren und stelle den Skalierenwert auf 2 und den Versatz auf 128 ein. Die transparenten Bereiche schützen und die Maske kann abgehakt bleiben. Bestätige das Ganze mit OK und du siehst es hier schon ganz leicht. Okay, hier befinden sich meine Details. Hier unten befinden sich meine Farben und meine Lichter. Hier die Details. Das heißt also, jetzt habe ich hier in der oberen Ebene die Details nur drin. Kann die beliebig bearbeiten, ohne dass ich hier irgendwelche Farben mitkopiere oder verändere. Und hier unten bei Farben und Lichter habe ich nur die Farben und Lichter, ohne die Details dann wirklich zu verändern. Das reicht aber noch nicht, die Detailebene, da muss ich noch einen weiteren Schritt machen und zwar der Mischmodus muss von normal auf
lineares Licht umgestellt werden. So, und wenn du jetzt alles richtig gemacht hast, darf sich die obere Ebene mit der Hintergrundebene nicht unterscheiden. Ich mache gerade mal den Vergleich und ich sehe keinen Unterschied. Und das ist genau das, wo ich haben möchte. Ich wechsle jetzt hier auf die Farben- und Lichterebene und schnapp mir hier mein Lasso-Tool. Ich zoome mal ein bisschen in das Bild rein. So weit ungefähr. Und jetzt kann ich hier mit dem Lasso-Tool mir Bereiche aussuchen, die verbessert werden sollen. Ich muss nur dabei aufpassen, dass ich jetzt hier nicht über Kanten fahre, wie jetzt hier über das Nasenloch oder hier über die Nasenflügel. Kanten sollte ich nicht unbedingt mit in die Auswahl aufnehmen. Ich versuche jetzt hier erstmal jetzt hier mit diesem ganz groben Bereich ungefähr so. Als nächstes benötige ich einen weiteren Filter. Ich gehe hier oben auf Filter, Weichzeichnungsfilter, den Gaußschen Weichzeichner brauche ich jetzt noch einmal. Und den werde ich jetzt hier nicht mit, also so ist es bei 0, so werden es jetzt mit 2 Pixel weich gezeichnet, so sieht es dann mit 4 Pixeln aus. Und ich denke, ja, 6 gefällt mir sehr, sehr gut. Die Änderung gefällt mir. 6 Pixel Radius finde ich super. Bestätige das Ganze hier oben mit OK. Und habe dann jetzt hier den ersten Bereich retuschieren können. Das Gleiche mache ich jetzt hier auch hier drüben. Immer nur darauf achten, dass du keine Kanten mit aufnimmst. Es gibt auch eine Möglichkeit, hier die Frequenztrennung so zu gestalten, dass die Kanten nicht zerstört, aber das ist eine aufwendigere Methode und die erkläre ich dir in einem anderen Video. So, jetzt benötige ich wieder den Gaußschen Weichzeichner und ich bin es aber leid, jedes Mal hier wieder auf Filter, Weichzeichnungsfilter zu klicken und dann hier den Gaußschen Weichzeichner auszuwählen. Deswegen hier oben mit STRG, ALT und F bekomme ich den letzten angewendeten Filter mit seinen Einstellungen hier noch einmal ins Bild. Okay, das gleiche mache ich jetzt hier mit der Nase. Wie gesagt, pass wieder auf, dass ich jetzt hier keine Kanten erwische. STRG, ALT, F gedrückt. Sauber. Hier unten am Kinn können wir noch ein bisschen. Jetzt habe ich hier die Kante mit dabei, die wollte ich nicht. Ungefähr so. STRG, ALT, F. Jawohl. Und ist hier oben noch die Stirn. So. STRG, ALT, F. Weich gezeichnet. Ich zoome mal aus dem Bild raus. STRG, D, damit die Auswahl aufgehoben wird. Und werde hier mal auf das Vorherbild klicken. So sah das Original aus. Das haben wir bisher erreicht. Wir sind noch nicht fertig. Du siehst es hier auch, wie schön es hier die dunklen Farbbereiche ausgleicht. Und es gehen keine Details verloren. Es werden nur die Farben und die Lichter angepasst. Natürlich darf ich jetzt hier auch den Bereich der Schultern nicht vergessen. Den müssen wir uns auch noch kurz markieren. STRG, ALT, F. Und auch den Bereich. Hier musst du wieder aufpassen, hier an dieser Linie. Das ist wieder eine Kante, die sonst das Ganze, unscharf wirken lässt. STRG, ALT, F. Jetzt hier noch den Hals. STRG, ALT, F und noch die rechte Schulter. STRG, ALT, F. Okay, jetzt haben wir hier doch schon ein sehr, sehr sauberes Hautbild schaffen können. Dem aber nicht genug, ich möchte noch ein bisschen mehr rausholen, denn ich habe jetzt hier noch ein paar Rückstände von den Verunreinigungen hier. Und hier ist noch ein Pickel, hier ist noch ein Pickelchen, hier oben war noch eins. Und auch diese Verunreinigung möchte ich unter Umständen noch raus haben. Deswegen klicke ich jetzt hier auf die Detailebene, wechsle hier auf den Reparaturpinsel. Ich wähle mir jetzt hier ein Hautbild aus, das wo intakt ist und mit der gedrückten Alt-Taste
und male es hier auch über diese Stelle drüber, die ich jetzt hier retuschiert haben möchte. So, das gleiche mache ich jetzt hier auch. Und hier hinten. Und keine Sorge, du veränderst keine Farben und keine Lichter, sondern nur die Details. Also du nimmst hier wirklich nur die Details von einem Bereich auf, der intakt gewesen ist und malst über den Bereich drüber, der nicht so gut aussieht. Wie zum Beispiel hier hinten, da habe ich ein Fleckchen, den ich weghaben will. Hier habe ich ein bisschen was, wo ich weghaben möchte. Hier habe ich einige Pickelchen. Und das mache ich jetzt hier durch das ganze Bild. Und ich werde es hier aber auch im Schnelldurchlauf durchführen, damit du jetzt hier nicht unnötig mir dazu gucken musst, wie ich jetzt hier Bereiche aufnehme und korrigiere. Wobei, ich bin ja jetzt hier schon fast fertig. Den hier nehme ich noch mit. So. Hier habe ich noch so ein bisschen einen Fleck. Dieses Haar hier hat mich schon die ganze Zeit gestört. Weg damit. Genauso wie dieses Haar, weg damit. Okay. Ich denke, hier habe ich noch einen Punkt. So. Aber ich denke, das war's. Zoom raus. Habe sie noch ein paar helle und dunkle Flecken, aber die bekomme ich mit dem Abpudern weg. Und das wird Bestandteil im nächsten Video werden. Jetzt gibt es hier noch einen einzigen Punkt, der mich noch ein bisschen stört. Beim Fotografieren wurde jetzt hier nicht darauf geachtet, ob der Träger jetzt richtig sitzt. Das möchte ich jetzt noch korrigiert haben. Ich werde mir hier eine neue leere Ebene anlegen und dann werde ich jetzt hier auf den Kopierstempel wechseln. Der Kopierstempel sollte 100% Härte haben und die Deckkraft auch 100%. Jetzt müssen wir nur mal gucken. So, das ist jetzt hier ungefähr mein Bereich, den ich haben möchte. Ja, so passt es, glaube ich, schon. Jetzt habe ich hier natürlich noch ein paar Bereiche, die ich jetzt hier dadurch zerstört habe. So, so ist es, glaube ich, ganz gut. Ich zoome raus. Das war's mit der Frequenztrennung. Viel mehr kann ich dazu mit dieser Art und Weise dir nicht erzählen. Du legst dir zwei Ebenen an, kopierte Ebenen von der Hintergrundebene. Die eine wirst du umbenennen und mit dem Weichzeichner weichzeichnen. Die andere mit der Bildberechnung wirst du die Details reinzeichnen, vermischt die mit linearem Licht und dann kannst du wirklich problemlos die Farben und Lichter und die Details getrennt voneinander bearbeiten. Dadurch erzielst du ein sauberes und weiches Hautbild, wo du keine Strukturen verlierst, sondern eher unter Umständen sogar noch Strukturen gewinnst. Das war's heute von mir. In der nächsten Woche geht's hier weiter mit dem Video des Hautpuderns. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Da unten befindet sich der Abonnieren-Button. Nie wieder ein Video von mir verpassen. Abonniere jetzt den Kanal. Folge mir auf Facebook. Besuche mich auf meiner Webseite. Die URLs befinden sich alle in der Videobeschreibung. Ich würde mich freuen, dich als Kitea-Member in meiner kostenlosen Facebook-Gruppe begrüßen zu dürfen. Es wäre toll, wenn du da Bock hast. Komm doch in unsere Facebook-Gruppe. Teile dieses Video mit deinen Freunden. Empfehle mich weiter. Ist ganz wichtig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Mach's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.